Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Spieltag in der dritten Liga, Spitzenspiel im Sportpark. Der Sechste aus Unterhaching hatte Preußen Münster zu Gast, die in der englischen Woche zuvor mit 3 Siegen am Stück die Liga gerockt hatten. Und die Jungs von Marco Antwerpen, die legten gleich richtig gut los. Eckball Kobylanski und dann kommt die Kugel von Rodriguez Pires auf Leon Schwers. Und er versucht es einfach mal auf 25 Metern und Dadaschow nimmt das Ding direkt an den Pfosten. Erstes Ausrufezeichen des SC Preußen Münster mit ein bisschen Glück, weil Schers hier Borgmann trifft und dann pennen die Hachinger allesamt und haben dann Glück, dass der Pfosten rettet. Die nächste Situation, die Hachinger und plötzlich stand es 1-0, ein bisschen aus heiterem Himmel. Denn bis dato hatten die Preußen das Kommando inne im Sportpark. Aber Bigalke und Hein, das sollte man mittlerweile wissen, die verstehen sich blind. Und Sascha Hein, sein Einsatz wegen Adduktorenproblemen fraglich. Eindrucksvoll, warum er zu den besten Torjägern in der dritten Liga gehört. Haching erhöhte die Schlagzahl. 39. Minute, Markus Schwabel. Schwers mit der Kopfballabwehr und dann kommt Finn Poratz an das Lattenkreuz. Richtig guter Versuch der Leihgabe des Hamburger Sportvereins. Aber Maximilian Schulze-Niehus, er stand im richtigen Eck und hätte wohl diesen Ball gehalten. 45. Minute. Nochmal Haching. Bigalke. Ball wird abgelegt auf Luca Marseiler. Der macht ein richtig starkes Spiel. Kopfball kommt zurück in die Mitte. Und dann Orestis Kirmosolo mit der dicken Gelegenheit auf die Hachinger Führung, kurz vor dem Pausenpfiff. Aber Leon Schwers kratzt das Ding von der Linie. Ja, in München ist zurzeit Wiesenzeit und da nimmt man es auch mit der Kleiderwahl nicht so genau. Und im zweiten Durchgang sah man die Hachinger ein bisschen defensiver. Sie verlagerten sich aufs Kontern. Und das können sie richtig gut mit Marsala auf Kiyomozolo mit dem Blick für Finn Poratz. Aber wieder Maximilian Schulze-Niehus, der schon im ersten Durchgang sehr, sehr gut gehalten hatte mit dieser Faustabwehr. Und das war richtig gut gemacht von den Münchner Vorstädtern. Allerdings der Abschluss dann von Poratz. Zu schwach. Das ist die 54. Minute. Wir springen auf die 79. Langer Freistoß. Königshofer. Nicht weit genug. Menig drin. Der Ausgleich. Was für ein Riesentor des Mannes aus Leutkirch. Trifft die Kugel hier voll und da passt kein Blatt Papier mehr zwischen Ball und die Querlatte. Der nicht unverdiente Ausgleich. Denn die Preußen hatten insgesamt mehr vom Spiel im zweiten Durchgang. Die Nachspielzeit. Nochmal Ecke. Schwabel verlängert. Klingenburg und Königshofer mit der entscheidenden Parade. Denn sonst hätte hier Preußen mehr mitgenommen als am Ende nur diesen einen Punkt. Ich habe ab und zu keinen schlechten Schuss. Den habe ich super erwischt. Geht unterkante Latte. Ich glaube, erst auf die Linie noch. Dachte ich schon, es kann nicht sein, dass der nicht drin ist. Und dann geht er nochmal hoch zur unterkante Latte und rein. Ja, ich denke, war ein schönes Ding. Das Spiel beginnt mit einer Großchance für den Gegner. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt haben wir sehr, sehr gut im Griff und waren auch sehr, sehr bemüht. Gehen auch in Führung, haben schon Chancen zum 2-0 in der ersten Halbzeit und versäumen einfach da einen Sack zuzumachen und einen Deckel drauf zu machen. Und das 2-0, glaube ich, bei dem Tempo, was im Spiel drin war, für beide Mannschaften hochintensiv, glaube ich, wäre das der Deckel gewesen, das zweite. Und das haben wir einfach versäumt und dann kannst du auch bei dem einen oder anderen Standardsituation oder Einwurf auch mal ein Tor fangen, wie man gesehen hat. Freude also bei Fabian Menig und den Preußen. Schon jetzt 4-mal am Stück ungeschlagen. Und bei den Hachingern, da überwiegt der Frust. Denn die Münchner Vorstädter sind jetzt schon 5 Spiele ohne Sieg.